Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Und wir hatten So heißt das seit neuem Minecraft. Und wir haben Diamanten gefunden. Eins, zwei, drei, vier. What? Sechs? Alter Schwede, das waren ein paar Diamanten. Ich kann mich nicht beschweren. Na, Halleluja. Oh, wir müssen mal was essen. Einmal schnell Brot. Und oh, zu viel gegessen. Einmal schnell übergeben. Ja, dann gucken wir mal hier lang. Ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam verliere ich den Überblick, wo wir hergekommen sind. Aber nur so langsam. Hier ist noch Lava. Ich glaube, das war es mit der Lava hier, oder? Sieht so aus, okay. Redstone. Hey, Redstone. Lars, könntest du endlich mal die Schnauze halten? Entschuldigung. Ich soll ja keine bösen Wörter sagen, ne? Aber manchmal ist es ein bisschen schwieriger. Ich finde das jetzt auch nicht so böse. Ich veräpple mich ja selber, ne? Von daher ist das okay. Das ist legitim. Ich meine, es gibt auch wesentlich schlimmere Wörter, ne? Wenn ich manchmal komme ich ja hier an der Grundschule vorbei und alter Finne, da, die hauen Wörter raus in der zweiten, dritten Klasse, da denke ich mir, wenn ich das gemacht hätte, ey, da hätte meine Mama mir aber, Junge, da wäre die Kacke am Dampfen gewesen, du. Ich meine, klar, ne, so auf dem Schulhof und so, das kriegt keiner mit, ne? Da bist du nicht zu Hause und bla, ist auch okay. Aber trotzdem, alter Schwede, das ist schon... Also stellenweise sind die da echt schon hart unterwegs. Vor allem denke ich mir da manchmal so, Junge, werd mal groß und dann können wir nochmal drüber reden. Aber waren wir nicht alle so ein bisschen Banane in der Grundschule und weiterführenden Schule? Oder die jetzt drin sind, bist du Banane? Würdest du sagen, du bist Banane? Ja, ne? Ne, vertrau mal dem Onkel Lars, du bist Banane. Das Lustige ist, gerade so mit 14, 15, 16, man fühlt sich unbesiegbar. Man denkt, man ist einfach mega erwachsen, man hat die Welt verstanden und. Und dabei hat man eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und ja, ich habe Blasen gesagt, weil das ein Sprichwort ist. Hier nochmal das Redstone können wir auch... Wie viel Redstone haben wir eigentlich schon? Ich glaube, das reicht eigentlich, oder? Also so viel brauchen wir jetzt auch nicht. Wir wollen jetzt nicht die Mega-Automatisierung bauen. Oder doch? Nee, aber wenn man so gerade 15, 16, 17 ist, dann fühlt man sich unbesiegbar und denkt, man hat alles geschnallt und man ist der Pro of Life und so. Ah, man hat eigentlich von nichts eine Ahnung. Man hat echt von nichts eine Ahnung. Redstone, yeah! So, hier nochmal. Ich hätte mal gerne Schaufel, ne? Aber ich glaube, ich brauche... Da haben wir noch ein bisschen Holz. Das ist ganz gut. Da machen wir uns mal gerade oder auch nicht. Ich weiß nicht. Nö, machen wir nicht. Nö. Brauchen wir das Holz gleich für Sticks und Fackeln. Und dann haben wir hier so eine beknackte Werkbank gemacht. Nee. Okay, gehen wir zurück. Wie viel Obsidian das einfach ist. Nein, aber man hat eigentlich nichts gerallt vom Leben. Es kommen so viele Probleme noch auf einen zu. Also Probleme sind nichts Schlechtes, ne? Ich möchte nur kurz anmerken, viele denken ja gleich, ein Problem ist was Schlechtes. Nein. Letzten Endes ist ein Problem immer dann, wenn etwas eintritt oder etwas vorhanden ist, was einer Lösung bedarf. Ja, wenn ich jetzt
Ich versuche gerade ein Beispiel zu finden, was nicht unbedingt wie ein Problem klingt, aber ein Problem ist. Alter, was ist denn hier noch alles? Wieso? So endlos viel. Ich meine, ich beschwere mich nicht, hey, aber... Ich habe echt keinen Plan mehr, wo wir hergekommen sind. Ich bin so... Wir sind irgend so ein Wasserfall runtergefallen, ne? Ach du Kacke, ey. Naja, wir finden schon wieder raus. Kein Ding. Und wenn wir irgendwann mal so eine Spitzhacke mit Silk Touch haben, dann finden wir eh wieder einen neuen Mob-Spawner. Wir finden immer alles. Der nächste See. Das ist so blöd. Nein, aber ganz ehrlich, mit 16 ist eigentlich ist man ein bisschen Banane in die Birne. Ey, du bist voll Banane in die Birne. Und eine Flasche von die Bier in mein Bauchnabel. Nein, eigentlich ist man echt so. Man fühlt sich unbesiegbar und mega aufgeklärt und alles, aber es gibt viele Dinge, die man noch lernen muss, viele Dinge, die man noch verstehen muss und deswegen ist man eigentlich einfach so ein kleiner Klappspaten. Okay, da waren wir schon. Ey, Lars, willst du sagen, ich bin ein Klappspaten? Ja, aber der war ich auch mit 16. Der war ich auch. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, Alter, Lars, warst du bescheuert mit 16. Aber das ist normal, das ist nichts Schlimmes. Man sollte sich eher darüber freuen, dass man einfach noch Banane sein kann. Und dass man noch so wenig über das Leben nachdenken muss. Weil je älter man wird, desto weniger... Die dritte Folge! Drei Folgen hintereinander Diamanten! Ich fressen Besen! Alter, siehst du? Macht gar keinen Sinn, das Wort Alter, aber Diamanten! 2, 4, 5. Reicht. Mega geil. Ich fress echt einen Besen. Also, sinnbildlich, ne? Jetzt nicht wirklich. Das ist, glaube ich, nicht so lecker. Und auch nicht so gesund, oder? Ein Besen essen? Kann man ja mal probieren. Spricht ja nichts dagegen. Das ist doch bestimmt vegan, wenn man einfach Holz knabbert. Ah, ich bin so doof. Nein, ich habe ja nichts gegen Leute, die vegan leben oder vegetarisch oder so. Meine beste Freundin ist auch Vegetarierin. Ich mag nur nicht diese Leute, die das einen so aufbinden. Weißt du, wenn du essen gehst mit Leuten, dann so, ja, ich bin Veganerin, ich esse das nicht und dies nicht und jenes nicht und bla nicht und ja, vegan, ne, das ist, oh, das musst du auch machen und du fühlst dich wie neu geboren und dieses, oh, ich muss dir das auf die Nase binden. Es hat niemand gefragt, schön, dass du Veganer bist oder Veganerin, aber es hat niemand gefragt. Ich will's nicht wissen. Es ist mir egal. Wenn du als Kaninchenfutterer durchkommst, ist doch wunderbar. Und deinen Beitrag zum Umweltschutz leistest du auch noch, ist doch alles gut. Aber deswegen muss man eben doch das nicht auf die Nase binden. Aber hey. That's life. That's veganer life. Komm, den Fall können wir mal wegtun. That's veganer life. Könnte man so einen Film draus machen. Vegan. This is the whole story oder so. Da kriegst du irgend so einen abgewrackten Typen, der die ganze Zeit nur erzählt, wie geil es ist, vegan zu sein. Ich glaube, der Film dürfte nicht länger gehen als 30 Sekunden, sonst würden alle wegschalten. Machen wir einen veganen Film? Nein. Nein. Da bin ich ja automatisch aggro. Also ich kann dieses Aufgezwungene schon nicht haben und dann mache ich es noch selber? Das wäre ziemlich dämlich. So, jetzt füllen wir uns mal unser Inventar hier und dann gucken wir mal, dass wir
nach Hause kommen. Wie auch immer, weil diese Höhle ist einfach übertrieben groß. Chambi! Guck mal hier, ich hab was für dich. Guck mal, ein Eierpiekser. Pieks. 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 Piek. Du hältst so viel aus wie 4 Eier. Klingt komisch, ist aber so. Ja, jetzt gucken wir mal hier noch. Okay, wir haben noch ein bisschen Platz. Eisen können wir noch mitholen. Au. Nicht dein Ernst. Nicht dein... Alter. Alter, Alter, gerade ich sterb jetzt weg. Ich wäre so ausgerastet. Ich hätte mein Headset an die Wand gescheppert. Ja. Beschissene Kies. Dann gehen wir hier mal weiter und gucken, ob wir... Alter, das könnte auch echt eine... Guck dir das mal an, das könnte auch echt eine Trap sein. Wenn ich jetzt eins abbaue, so... Wumm. Das ist nicht so gesund. Was ich aber immer ganz schlimm finde, wenn wir gerade bei dem Thema Veganer sind, ne? Was ich ganz schlimm finde, sind diese Eltern oder auch Vegetarier, das ist egal. Aber ganz schlimm finde ich diese Eltern, die ihre Babys so ernähren. Da sind ja schon Babys gestorben, ne? Weil das einfach nicht natürlich ist. So. Und ja, da denke ich mir dann so, der Wurm hat nicht gefragt, ob der nur Hasenfutter will oder nicht. Gib ihm das, was er braucht. Nicht das, was du denkst, was er braucht. Sondern das, was er wirklich braucht. Und da denke ich mir dann immer so, Alter. Wie kann man denn nur so sein? Ich meine, da muss einem doch der Kronleuchter aufgehen. Schnell hier durch, schnell hier durch, schnell, 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 danke. Da muss einem doch der Kronleuchter aufgehen, wenn bei dem eigenen Ernährungsstil das eigene Kind dahin rafft. Oder? Irgendwas muss einem doch sagen, hey, so nicht. Oder, ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Okay, hier ist nichts. Einmal zu Rücki Rücki und gucken, woher wir Kommi Kommi. Hier lang. Hui. Also mit der neuen Wassermechanik kann man richtig coole Rutschen und so bauen. Das ist echt cool mit der neuen Wassermechanik. Weil da ist man viel, viel zackiger und schneller und so. Komm mal hier, schenke ich dir. Bitteschön. Da ist hier noch was außer das bisschen Redstone? Nö, das will ich nicht. Wobei, es bringt noch Erfahrung, ne? Au. Ach was. Guck mal, da waren wir mal. Ernsthaft? Warte mal. Ich werde doch wahnsinnig. Wie soll ich denn hier wieder rausfinden? Das ist ja ein einziges Labyrinth. Also hier sind wir hergekommen. Da bin ich mir noch ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Aber... Da waren wir noch nicht, da war... Mann, ey. Okay, hier unten waren wir schon. Dann gucken wir mal hier lang. 3 Folgen am Stück haben wir Diamanten gefunden. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Wir können das ganze Gold hier mitnehmen, weil dann können wir uns einen Haufen Goldäpfel machen. Dann können wir auch in den Unterwassertempel gehen. Können einfach ein paar Goldäpfel einpacken und dann geht das schon. War hier lang. Hier waren wir auch schon. Guck mal, da ist auch nochmal Gold. Nehmen wir auch noch mit. So. Da oben geht es auch noch weiter. Aber hier. Nochmal Gold. Ich glaube, das brauchen wir für Goldäpfel, ne? Oder? Ich meine. Wäre ja irgendwie naheliegend bei dem Namen. Aber hier ist nochmal Gold. Und Eisen müssen wir auch mitnehmen. Ich möchte ein paar Eisengolems haben, die da so rumtingeln. City of Golems oder so machen wir. Wie viel Platz haben wir denn noch für Eisen? Ein bisschen haben wir noch, okay. Dann können wir das hier schon mal rauskneten.
Die Kohle kommen, nehmen wir auch nochmal mit. Ach, mein Handy ist schon wieder eh. Aber jetzt ist die Viertelstunde rum. Egal. Ein bisschen Zeit haben wir noch. So. Hier auch nochmal. Schau, wups. Ups. Da, gucken wir mal weiter. Hier ist nochmal Eisen. Können wir auch nochmal schnell raushauen. Ist einfach mal so, dass das hier mal runterkommt. Danke. Okay, für Cobblestone habe ich keinen Platz mehr. Dann tun wir doch einfach mal die Feuersteine hier raus. Dann können wir noch den Cobblestone mitnehmen, du, weißt du? Weil Cobble und Stone, das ergibt zusammen Cobblestone. Und damit kannst du richtig gut bauen. So. Da waren wir auch schon. Was ist das denn hier? Mach mich doch nicht fertig. Ich will so langsam will ich hier raus. Warte mal, hier war ich doch schon, oder? Hier bin ich doch schon. Nee, hier bin ich noch nicht rum. Sonst hätte ich hier eine Treppe, glaube ich. Oder wäre das Wasser rauf? Man weiß es nicht so genau. Ist nochmal. Alter, wie hoch das hier direkt geht. Sehr, sehr gut. Zack, 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 zack. Zack. Okay. Oh, pff. Machen wir mal gerade eine Fackel hier hin. Boah, hier geht's aber richtig, richtig hoch. Aber wir müssen den richtigen Ausgang wiederfinden, weil wir müssen Ferdinand wieder mitnehmen. Das ist nicht der richtige Ausgang. Das ist nicht so geil. Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken, wo wir... Ach was. Nicht dein Ernst. Wir sind hier rein. Und da raus? Alter, mehr Glück geht nicht. Okay, ich sag vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein. Und ciao mit V.